Ein. Ah. Shit. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Amazon. Sieht's auch aus. Ich rede erst mit welchen. Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keine. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Da, nimm das Schild, ein C600. Amazon C600, was rate ich? So. Fragen wir doch mal ihn hier, ob der vielleicht einen Plan hat, was für ein Motor. Ein Hoch auf mi... Wer ist Ben Sven? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Erzählen Sie mir von die... Da gibt es nichts Zerzaustes, Graues. Eigentlich eine ziemliche... Was macht ihn dann so... Stellte sich... Wollte da... Fieser Typ. Er hat auch doofe... Soll ich sie überspringen? Keine Ahnung. Glück, der... Und... Na gut, die... Na gut, die... Wie... Was? Das jahrelange Training zahlt sich ab. Lars müsste schon mehrfach in Folge richtig raten, um mich unter den Tisch zu... Ich lag schon mal richtig. Nicht oft genug. Arbeiten Sie? Hier arbeiten. Ich hatte Nachtschicht. Aber? Ab wäre ja alles nicht. Okay, ja, super. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elite-Soldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Viel Ver... Wer? Scheiße, also ich muss ein... Was für ein plumper Versuch, unsere Spuren zu verwischen. Nein, du sollst ölig machen. Haben die da irgendwo einen Tank, um es ölig zu machen? Okay, jetzt in der Theorie. Da ist ein Motor, da ist Öl. Da wird schon irgendwo Öl sein, hoffentlich. Was haben wir hier denn? Schraube. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Können wir vielleicht die Schraube... Blanker Unfug. Oh, versuch's doch wenigstens. Mensch, 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 Mensch. In dem Kasten gibt es nicht mal einen einfachen Schraubenzieher. Oh Gott. Können wir vielleicht... Schraubzwinge bedeutet nicht, dass ich damit Schrauben aus der Wand zwingen kann. Wortspiel. Münzen! Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Wir haben Karo. Karo. So? Was ist die Ansage? Karo. Falsch. Du trinkst. Warte mal, war das nicht Karo? Das ist Karo. Das ist Karo. Es ist Karo. Richtig. Ich trinke. Jetzt. Das ist Herz. Herz. Wie lange ich daran sitze. Es ist Herz. Richtig. Ich trinke. Wie er beim ersten Mal gesagt hat, dass es falsch ist. Das ist Peak. Oh mein Gott, was war Peak? Keine Ahnung, das hier. Es ist Kreuz. Falsch. Es ist Herz. Falsch. Du trink. Es ist falsch. Warte, wie sah Peak nochmal aus? Überlegen, überlegen. Es ist Kreuz. Falsch. Summer, 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 summer. Da, Karo. Kreuz. Herz. Peak. Ja, also Peak. Jetzt muss ich... Ah, Fuß. Ah, Fuß. Ah, Fuß. Ah, 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 Fuß. Genau, Peak war so ein Blatt. So ein Blatt, was aussah wie ein Blatt.
Also im Prinzip, keine Ahnung, wenn man es jetzt sagen will, ja, ein Blatt, verdammt nochmal, was gibt's da zu sagen? Ja, hier kann ich ein Blatt zum Leuchten bringen. Ich bezweifle es. Ich meine, wenn die beiden an sind, sieht es schon ein bisschen aus, ne? Die sind zumindest etwas weitergekommen, also Rätsel und so. Wie sieht's aus? Ist es vielleicht falsch? Ja. Es ist falsch. Es ist falsch. Wenn man jetzt mal so online versucht und so, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Kann man mit den Kabeln nicht auch noch was machen? Das Loch. Das ist Peak. 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 Kokolores. Peak. Peak. Es ist Herz. Falsch. Wieso? Ich bin doch weggegangen, oder? Ist jetzt betrunken. Entschuldigung. Was liegt an, Meister? Sie sind immer noch nicht betrunken? Das jahrelange Training. Lars müsste schon mehrfach in Folge. Ich lach nicht ob. Okay, er ist immer viel Vergnügen. Werden wir. Okay. Wie machen wir Peak? Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen. Es wird ihn schon. Wie kann ich helfen? Okay, ich habe keinen Plan. Ich brauche Geld. Hier vielleicht ein Blatt klauen. Das sieht nicht so aus, als könnte man das. Meine Nase. Aua. Können wir daraus vielleicht was machen? Der hing doch vorhin noch nicht schief. Muss an einer der Schrauben liegen, die ich entfernt habe. Habe ich die? Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine... Zwei Herzen Seite an Seite. Meter. Mann. Wie soll ich Pien machen? Ich weiß das nicht. Ja. Das führt doch zu nichts. Vielleicht Tinef. Durch eine Schraubzwinge, vielleicht durch einen Werkzeug. Schwachsinn. Vielleicht durch eine Antenne. So ein Schmack. Grober Unfug. Blödsinn. Ich habe keinen Plan. Schon wieder. Natürlich. Ich habe keinen Plan schon wieder. Aber ich glaube. Ich glaube. Ach nee. Ja. Was soll ich dazu sagen? Er ist ein Bier, er ist der. Oh mein Gott. Wie da vorher der Schall einfach nicht mal weiß war. Haben sie wahrscheinlich umgetauscht. Ich bin müde. Ach ja. Ja, ob ich jetzt nochmal kurz eine Pause mache und render und schaue und so. Okay. Da steht. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Boot, da haben wir Windruder. Ich sagte weg da! Wow. Ich sagte... Alter, ich erschieße dich, Junge.
Ich rede erst mit Ihnen. Welchen Motor? Ich weiß es nicht. Dann haben Sie... Welchen Motor? Den Motor, den du nie haben wirst. Da ist auch noch ein Schraube. Cool. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Wie ich es mir jetzt so finde. Es ist nicht viel. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Wird schon passen. Da, jetzt sag's. So. Pik, Karo oder Kreuz? Pik? Falsch. Es ist Pik, ich weiß es, Arschloch. Es ist Pik. Falsch. Hä? Hatte der nicht noch gerade Pik? Das ist Pik. Das ist Pik. Es ist Pik. Richtig. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Wow, fick dich. Ich gerade versuch. Egal. Hat Fortuna... Nein. Kein Grund, gleich aggressiv... Ach ja? Vater, mich, wenn du das sagst. Darf ich? Flossen weg, Opa. Sonst knall ich dich ab. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Fla... Darf ich? Nee. Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen... Hey. Okay. Aber keine Tricks. Er ist betrunken genug, dass ich ihn den falschen Schlüssel... Noch ein Bier? Ja. Yeah. Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde hab ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. So, was kann ich jetzt mit den... Bootsschlüssel. Super. Wie ich sie eben schon durch den Back hatte und so, ne? Aha. Ich sagte... Lieber nicht. Okay, was kann... Bootsschlüssel. Ja, jetzt habe ich die. Nun muss ich irgendwie an Benzin kommen. Schalalalalala. Ich dachte... Sie und? Pillepalle, so ein Heck. Ich dachte, Sie sind Spezialist für Sumpfboote. Und? Dann brauchen Sie auch keine Gebrauchsanweisung. Doch. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Servicenummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Jetzt kommt auch eins nach den anderen, ne? Wir haben die Servicenummer, wir haben ein Telefon, rufen wir beim Service an. Ich hasse Hotlines, aber was soll's. Dude. Transport Boats and Manufacturing Inc. Was? Trunjala, Dinger. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? Es handelt sich um ein Amazon Buggy C600. Was für ein Motor geht es? Das weiß ich eben nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Haben Sie wirklich gar keine Ahnung? Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, bitte schneller, da. Ich rede erst, welche...